Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Trains SimWorld 4, der Danny spielt das. Wir befinden uns hier auf der Vorarlberg-Strecke und haben die ehrenvolle Aufgabe, unseren AKE-Sonderzug nach Lindau zu fahren. Und ich würde sagen, wir beginnen und zwar damit, dass wir jetzt losfahren. Ich habe bereits den Zug aufgerüstet, das heißt, wir lösen die Bremse und schalten langsam auf. Wunderschön. Wunderschön. So, springen wir hinein. Dann sind wir gleich schon in Hohen Ems, unserem ersten Halt. Das heißt, wir brauchen ja eigentlich gar nicht großartig aufschalten, weil wie gesagt, 1,6 Kilometer sind wir schon da. So. Hohen Ems, Bahnsteig 1. Zum ersten Halt. Wunderschön. Da wären wir. Perfekt. So, Kollege, ich weiß nicht, auf wen du wartest, aber wenn du auf diesen Zug wartest, solltest du einsteigen. Wir haben ja nicht allzu lange Aufenthalt. Dort steht's. Hohen Ems, Lauterbach, Lochau, Hörbranz und Lindau. Das sind die Ziele dieses Zuges. Wunderschön, wunderschön. Wir verriegeln die Türen. Dann lösen wir die Bremse. Dann schalten wir langsam auf.
wunderschön, wunderschön. Nächster Halt, Lauterbach. Wunderschöne Strecke, wunderschön, mit den Bergen im Hintergrund, einfach traumhaft, dazu der Sonnenschein, muss man wirklich sagen, wunderschön. Schauen, aber noch sind wir im Soll. Einfach traumhaft. Ein bisschen schnell, das wollen wir natürlich ändern. Vielleicht eh nur noch 120, 110. Von daher ist das jetzt gar nicht so schlecht, dass wir hier Geschwindigkeit verlieren. Noch bis Lauterbach.
So, kurzzeitig 110, dann nochmal wieder 140. Dann fahren wir schön auf der Vorarlbergbahn, der Vorarlbergstrecke, wie auch immer man das nennt. Oh, tut mir gleich sogar 160, Wahnsinn. Ich habe doch gedrückt. Jetzt aber, meine Güte. Ein bisschen zickig die gute 103, ein bisschen zickig. Schön. So, da wären wir in Lauterbach. Einigermaßen gut geklappt hier mit den Bremsen. Und das ist also Lauterbach. Den wunderschönen Bergen im Hintergrund. Wunderschön. Wunderschön. Kann man auch sehr, sehr schön wandern, kann ich mir vorstellen. Also doch
richtig, richtig schön. Österreich sowieso schön, also davon mal ganz abgesehen. So, schön verriegeln. Nächste Station, Lochau. So, Lochau ist jetzt wieder ein deutliches Stück näher dran, als es Lauterbach war. Und dann haben wir gleich noch Lindau zu erreichen. Meine Güte. Manchmal reagiert das Sieb aber auch an sich nicht, weil die Tastatur ist nagelneu, daran kann es nicht liegen. Alles auf einmal hier. Sechzig war dann gleich. So, das haben wir auch geschafft. Oh, schaut euch das mal an. Ach, jetzt habe ich. So wollte ich es doch haben. Wunderbar, wunderbar. Ah, das ist doch wirklich wunderschön, oder? Mega geil.
So, wir dürfen wieder schneller fahren. Mindestens 100. Tun wir das auch. Es gibt wirklich sehr, sehr viele schöne Strecken hier beim TSW. Die gehört auf jeden Fall dazu, Vorarlberg. So, dann sind wir gleich in Lochau. Sehr schön. Eigentlich auch abschalten. Schön in Lochau ein. Herr Brands. Wunderbar. Auch hier die Segelboote. Ach, weiter komme ich leider nicht, aber ihr seht es ja. Ein Segelboot reiht sich an das nächste. Im fliegenden Flugzeug sehen kann man es wahrscheinlich eh nicht. Seht euch mal dieses wunderschöne Panorama an. Das ist doch einfach nur traumhaft, oder? Wunderschön. Das muss man einfach mal so sagen. So eine wunderschöne Strecke hier. So, wir verriegeln die Türen und dann fahren wir zu unserem letzten Stop, Lindau. Kilometer. So, 100 fürs erste. Ich denke, viel mehr werden wir auch nicht mehr fahren dürfen, weil das ist jetzt auch nicht mehr. Wer weiß, wie weit bis hin. Ich glaube, das wird dann auch keinen Sinn machen, meiner Meinung nach.
glaube, viel höher brauche ich gar nicht aufschalten. Weil, wie gesagt, nicht mehr, wer weiß, wie viel an Strecke haben. Wir können ja 80 oder zwischen 80 und 90 können wir ja fahren. Ich denke, das ist im Rahmen des Möglichen. Wunderbar, wunderschön. AKE Sonderzug. Ich hätte vielleicht, das fällt mir jetzt erst ein, die Lok auch noch in der Farbe machen können, suchen können. Aber ja, ich denke, das tut dem Ganzen jetzt keinen Abbruch. Es ist auch so ein schönes Szenario aus dem Creators Club. Ich kann euch ja den Link gerne, wenn man das überhaupt kann. Das ist hier auf jeden Fall Szenario aus dem Creators Club. Ich versuche euch auf jeden Fall den Link dafür in die Videobeschreibung zu packen, damit ihr das da, wenn ihr Lust habt, das auch fahren könnt. So, wir müssen jetzt eh langsamer werden hier. 90 und 50. So. So, jetzt können wir anfangen zu bremsen. Wir sind schon mal auf 90. Dann gleich 50 und dann sind wir auch in Lindau. Da müssen wir quittieren, da müssen wir sowieso runter. Doch. So, alles auf einmal. Ich drück doch. Gibt's doch gar nicht, oder? Na gut, 50 müssen wir sowieso. Ist das ein Dreck? Entschuldigung, es ist doch so. Da drückst du elendig lange die Siefer und es funktioniert nicht. Das gibt's nicht. Leute, so. Manchmal ist es wirklich nicht einfach, das zeige ich dir so, wie es ist.
So, willkommen in Lindau am Bodensee. Ja, trotzdem jetzt mal eben auf 30 runter. Wunderschön. Wunderschön. Also die 130 nicht ganz einfach zu fahren, das steht auf jeden Fall schon mal fest. Ich hatte nur manchmal ihre Momente, also da muss man echt Fingerspitzengefühl beweisen, das ist wirklich nicht einfach. So, da wären wir in Lindau. Türen entriegeln. Und dann willkommen in Lindau. Wunderschön. Wunderschön. Ist der Bodensee? Also mehr kann ich leider nicht, aber ihr seht es ja, was für ein wunderschönes Bild, das muss man einfach mal so sagen. Und zum Bodensee möchte ich auf jeden Fall auch noch, definitiv, das ist wirklich ein Traum von mir. Herrlich, so ein wunderschönes Bild, das ist wirklich absolut mega. Also ich bin neidisch für jeden, der am Bodensee wohnt, das ist wirklich absolut wunderschön hier. So, damit hätten wir unsere Aufgabe erledigt, unseren Job, den wir zu machen hatten, und zwar unseren AKE-Sonderzug hier nach Lindau zu fahren. Es gibt zu, es war eine etwas holprige Fahrt, die 103 wollte nicht immer so, wie ich wollte, aber ja, das gehört dazu, die ist halt ein bisschen zickig, der muss man ein bisschen anders umgehen als mit den modernen Lokomotiven, aber ja. Auch damit kommt man klar, würde ich sagen. Schließen an dieser Stelle die Türen. Und dann war es das hier mit unserer Reise nach Lindau Hauptbahnhof. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Habt einen schönen Samstag, den letzten Samstag in diesem Jahr 2023. Ich versuche morgen noch ein Video hochzuladen. Das wäre dann das letzte für dieses Jahr. Für alle die, die mich nicht mehr hören in diesem Jahr, wünsche ich einen guten Rutsch ins selbige nächste. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt mir treu, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Euer der Dennis Spieters. Macht's gut für alle die, die mich nicht mehr hören. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus und Tschüss.